Andere Waffe? Schlüssel. Jetzt auch schon Schnee. So, alles schon. Okay. So. Du bist ja ein Hardcore-Chiller, mein Junge. Muss ich ja sagen. Nach unserem Gefecht mit den Faschisten schien der Weg einfacher zu werden. Wieder einmal lag ich falsch. Was da? Ullmann müsste an der schwarzen Station warten. Vorsicht, Duke! Verdammt! Mussten die all diesen Schrott bauen? Pass auf, sonst wirst du erschlagen. Also, ducken oder schießen. Ja, unheimlich hier. In diesen Tunnels musst du immer aufpassen. Eine Sekunde unaufmerksam, dann bist du tot. Da gab es diesen Vorfall, nur seine Stiefel blieben übrig. Hör zu, wir kommen bald an der Station an. Sie sollte verlassen sein, aber sei auf alles gefasst. Nicht. Hier muss jemand sein. Erledige ihn, Option! Schließ die Tür! Okay. Dies ist der Start. Jetzt müssen wir schnell hier rauskommen. Oh. Sieg, Junge. So. Wir wollen uns doch eh nicht. Gott sei Dank, dass Sie keinen Wagen haben. Sonst hätten Sie uns in diesem Tunnel erwischt. Was ist denn das? Da haben Sie ihn gemacht? Eieieiei. Na, da hast du mich vergessen zu ducken.
das Depot. Ich habe so viel davon gehört. So sieht es also aus. Das war eine Achterbahnfahrt auf jeden Fall, der Gefühle. Was geht mir die Kette? Oh, ich bin nur warten. Das ist ganz schön einfach einzunehmen. Noch genug. Die liegen schon eine Weile. Auf jeden Fall. Aber ne, das ist ein Teil, das mit dem Fliegen, auf jeden Fall. Alter, du Bansen! Erschreck mich doch nicht so! Oh, Digi! Hab ich gekriegt, der Kleine. Ein schrecklicher Tod. Meine Kameraden sterben einer nach den anderen und ich kann nichts tun, um sie zu retten. Ich habe sogar das Gefühl, dass sie sich selbst opfern, damit ich weiterkomme. Aber bin ich das wert? Ich wäre selbst bereit zu sterben, wenn Hunters Mission damit erledigt wäre. Aber habe ich das Recht, anderen Preis zahlen zu lassen? Wer hat mir dieses Recht gegeben, wenn ich es habe, Hunter oder Gott? Ich habe es einfach an mich gerissen. Ich weiß einfach nicht weiter. Wer sieht die Designer aus?
Lass mich raten, ich muss in das komische Rohr steigen und dann durch das Rohr dann weiter. Nein! Nach Babels Tod war ich allein. Irgendwie musste ich die schwarze Station erreichen, Ullmann treffen und mich von ihm zur Polis bringen lassen. Bin intensiv in die richtige Richtung gelaufen. Naja. Du bist mehr, genau. Stimmt, bist du? Du kleine Ratte? Dass überhaupt Ratten noch existieren? Werden die nicht hoch gefressen? Frage ist eher Freund oder Feind? Ein Mensch, aber wie? Komm her schnell! Man sieht selten einen Menschen in diesen Tunnels. Sprich mit dem Hauptmann. Wir stecken hier tief in der Scheiße. Und du jetzt auch. Du bist der? Bist du der Hauptmann? Ich weiß nicht, was du hier draußen machst, aber ein weiterer Schütze ist immer willkommen. Der Weg zur Station ist gesperrt, bis die Evakuierung abgeschlossen ist. Mach dich kampfbereit. Nimm alle übrige Munition aus dem Lager. Du bist jetzt einer von uns. Wir nennen unseren Trupp Kinder des Untergrunds. Freunde, wir müssen den Feind ein paar weitere Minuten aufhalten. Ich will nicht lügen. Dies wird kein schöner Kampf. Aber denkt an unsere Lieben in der Station. Jede Bestie, die unsere Linie durchbricht, wird ihnen keine Gnade zeigen. Also, entsichern und laden. Zeigen wir diesen Freaks, wie echte Menschen kämpfen. Okay. Spürst du das? Scheiße! Irgendwelchen Schallwellen. Okay. Aufstehen! Alle in Ordnung? Wir haben Verluste! So ein schöner Tag heute. Gar nicht langweilig. Wir sind alle erledigt! Kämpfte Feiglinge! So, wollen wir mal. Ich muss so Zeit schinden, oder? Sind alle um!
Sorry. Es sind so viele Mutanten durchgekommen. Bolis muss gewarnt werden, aber meine Tage sind gezählt, wie du sehen kannst. Ich habe einen wichtigen Auftrag für dich. Gehe zu unserer Funkstation, kontaktiere Bolis und sende die Notmeldung, die ich vorbereitet habe. Viel Glück, Bruder. Jeder wird das schon seine Munition klauen. Das war doch nicht so. Verteidigung, okay, ich fühle mich wie zu Hause an der Messe. Die Leute hängen an ihren Situationen genau wie wir. In ihren einfachen Heimstätten, ihrem bedeutungslosen Leben im Untergrund und die trostlose Zukunft, als wenn es für sie noch Rettung gäbe. Alles umsonst, ich kann nur hoffen. Wir können nur hoffen. Wir können nur hoffen, dass es schon einen kleinen Aufschub gibt, wo wir alle im ewigen Schatten enden. Und trotzdem geben sie nicht auf. Ich sollte auch gehen. Zeit ist knapp. Zeit wird knapp. Das sind die Mutanten. Und an den Menschen halt. Warum werden die Ratten dann nicht selber zu solchen Exemplaren? Würde ich jetzt. Ich jetzt mal spontan sagen. Chill mal, Junge. Boah. Oh, schreck mich schon, du kleine Pissenhecke. Jetzt gibt es die noch in klein. Sehr übel ätzend. Wow. Oh.
Scooteri. Ich kann es plötzlich hinter du. Ja. So gewährt es nicht mit dir, Ding. Ich habe schon mit Angst, dass da wieder Gerätschaften kommen. Hier, Filter. Aber das ist ja gerade eh keine Frage oder Brauch. Einer kleiner Pisser. Lebst noch? Nein, noch gibt's. Ich verarschen? Dauerhaft durch das Spawn? Nee, oder? Übel nervig, ich würde das schon mal umgucken. So ein Schlüssel? Wirklich? Ein Heft ging gar nichts, nur ein Schlüssel und ein bisschen Munition. Muss doch irgendwas sein. Nicht. Ich habe den einfach nur die Betten hier oben hingelegt.
Okay. Ist doch schön. Hier unten in dem Ding war ich noch nicht oben. Da lang. Da würde ich nicht betätigen. Moment. Munition ist wichtig und richtig. Ist ja doch so durch. Dort lang. Da lang. Vollfokus. Digi, erschreck mich doch nicht, du kleiner. Boah, diese kleinen Dreckigen. Ey, da hab ich lieber die Großen. Ganz ehrlich. Beschissene Steam Sound. Jetzt hat irgendwelche Trophäen, dass ich 100 Finger getötet habe. Der 100 Mutanten mit der Schrotflinte getötet. Du hast 200 Mutanten getötet. Posch.
schwitzige Hände, du. Ganz schwitzige Hände. Der Buchstabe durch einen Sumpf aus Menschenblut. Wir töten andere Leute. So schnell wir töten sie für einen Lebensraum, für ein bisschen Fleisch, für eine abstrakte Idee unserer ganzen Zivilisation. Wurde auf den Gebeinen von den Menschen aufgebaut. Und selbst jetzt, wo wir sie bis auf die Grundmauern abgerissen haben, uns an den Rand der Auflösung durch die Grauen gebracht haben, die von dieser neuen Welt geschaffen wurden, töten wir uns immer noch gegenseitig. Jene, die gestorben sind, hätten vermutlich auch Familie, also hatten wahrscheinlich auch Familie, Freunde, verdammt, ihre Eltern leben wahrscheinlich noch. Sie sind gestorben, weil sie ihre Situation vor Mutanten beschützen wollten. Nicht vor anderen Menschen, aber durch den Eisenvisiere, aber durch die Eisenvisiere sehen sie, sind die Tiere und Menschen völlig gleich aus. Und ihr, und hier stehe ich jetzt, suche andere Menschen vor den Bestien und mich selbst zu retten. Ja, was?